ich glaube, das präsentiert den ganzen Handball, Männer und Frauen. Für den Zuschauer ist es toll, nochmal ein Spiel. Ich finde es eine gelungene Veranstaltung. Es ist einfach Wahnsinn, was hier heute los war und was auch gestern in Magdeburg war. Es macht so viel Spaß, hier einzulaufen. Und wenn dann die ganzen Fans hinter einem stehen und einen vorantreiben, das gibt nichts Schöneres. Das ist natürlich total toll. Wir sind jetzt alle aufgeregt vor der Weltmeisterschaft, die letzten Spiele und dann noch dieses 100-jährige Bestehen des DAB ist natürlich wirklich eine tolle Sache. Es war auch eine tolle Atmosphäre so ringsrum. Man hat viele Leute gesehen, die eben früher auch schon die Erfolge gefeiert haben. Und wenn die dann ihre Geschichten erzählen, dann kriegt man einfach Gänsehaut und Lust, sowas auch mal zu erreichen. Ja, wir spielen mit der Nationalmannschaft in Deutschland, da ist überall Heimkulisse. Aber natürlich, nach Schmeling alles eine geile Halle. Wenn sie voll ist, umso besser. Und ich glaube, das hat man heute auch gesehen.